Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Lustige Dinge in Goat Simulator 3. Dieses Mal ja ein bisschen verbrannt und mit den Osterhasenohren dabei. Weil wir wollen direkt natürlich wieder etwas Tolles finden. Wir haben im letzten Part genau irgendwas gefunden und es gab auch ein neues Update. Sind es die Waffelhörner? Nein, es war irgendwas mit Kleidung. Oder Fee. Na, Kleidung ist der Körper. Schauen wir gleich mal kurz. Irgendwas in Osterhase oder so. Oder ein Kopf. Könnte es auch gewesen sein. Genau weiß ich es nicht mehr. Dürfte gerne schauen und mir sagen in die Kommentare, was war. Es war wahrscheinlich der Bug Bunny. Oder das war einfach ein anderes Easter Egg oder so. Gut, und eben es gab ein neues Update, aber ich sehe noch nicht sofort. Die haben nämlich keine Update, also den Patch nutzt oder so. Ich weiß leider nicht, was dazugekommen ist, aber es gab ein Update. Ich musste etwas runterladen. Jo, werden wir sicher auch irgendwie erfahren. Vielleicht Fasnacht, Karneval, so Sachen. Aber ich sehe jetzt nicht direkt was leider. Aber schön, dass es wieder ein Update gab. Vielleicht gab es mal ein paar Bugfixes. Wäre eigentlich nicht schlecht. Gut, was machen wir heute? Wir schauen auf die Karte. Wir haben hier Kochschule. Kochschule. Kann ich nehmen an. Und noch ein paar Updates. Das ist doch etwas zum Kochen. Snapback! Oh, Skater-Look. Ich hätte gerne das in der Kochschule. So. Willst du noch mehr? Dann holen wir doch so einen Riesenpömpel. Kegel. Oder ein Fahrrad! Ein Fahrrad muss auch noch rein. Gutes Essen hat Qualität und ist innovativ. Geht nicht. Wir müssen irgendwas anderes machen. Ich hoffe. Boah, mega Waffe. Was ist mit dem los? Ah, der hat Geisting, weil wir das Teil offen haben. Wir können ihn trollen. Geil. Geht aber ein Mülleimer. Ah, wir haben ja schon einen Mülleimer drin. Komm, nehmen wir mal eine Kopie. Geht? Oh Gott, das sieht aber aus. Nein, Bananen nicht. Okay, ein Ölfass. Bitte ein Ölfass. Eines, das explosiv ist, nicht ein blaues. Ja. Dann sprengen wir alle. Gewürz. Jetzt ist der Koch reingeflogen. Ah, das geht auch noch rein. Und jetzt können wir essen? Ah, jetzt haben wir eine Kochmütze. Sehr gut. Und wir wollen auch noch rein? Hm, geht nicht mehr. Aber dieses Essen sieht so lecker aus. Kotze. Mein Gift. Schweden baut auf. Daneben. Sehr schön. Wunderbar. Kaum sind wir wieder im Spiel, haben wir es wieder sehr, sehr lustig. Jo. Genau, da müssen wir doch irgendwie die Sachen reinschieben. Mann, es ist so verdammt. Es glitscht alles immer durch. Okay. Ich weiß nicht, ob wir das so machen müssen, kaputt. Aber wir müssen einfach die Sachen so. Irgendwas wird aufgebaut. Mal schauen, was. Definitiv, aber sieht irgendwie nicht ganz fertig aus. Es ist einfach so random. Okay, von mir aus. Da drinnen ist wahrscheinlich nichts. Ja, ja, es wird irgendwas aufgebaut, aber es sieht so richtig unfertig und schlecht platziert aus.
Ich weiß es nicht. Mehr. Schon mal gemacht im Livestream vor einem Jahr. Aber das ist natürlich schon ziemlich lange her. Ja, das hat auch nur so minimal durchgespielt. Damals. War schon ein bisschen, ja, ungeduldig damals noch. So. Hab das Spiel schon gut gefunden, aber ich wollte halt sehr, sehr schnell fertig sein. Jetzt nehme ich mir mehr Zeit, damit ich natürlich auch euch lustige Dinge zeigen kann. So. So, jetzt ist gerade nicht so lustig, klar. Und das Spiel wieder fertig gespielt werden. Teleport! Teleport! Das ist wieder das Lustigste. Ich gehe auch rein! Ich möchte auch rein. Und dafür habe ich bekommen. Großes Ei auf kleine Insel. Auf der Osterinsel zu dingen. Okay. Mach ich dann auch. Oh, ich kann noch mehr rein. Lol. King Kong! Sad Life. Sad Life Simulator. Damit werdet ihr depressiv. Ihr werdet gelangweilt sein. Ihr werdet Pizzas essen. Ganz viele Pizzas essen. Oh, wir sind im Möbellager. Ja klar, Ikea. Ja. Hm, da kommen wir nicht so gut hin. Wie? Komm hoch. Ach bitte. Wird schwer hier hochzukommen. Haben wir keine Leiter oder so? Sonst gibt es auch immer so Leiter. Ja, wenn das nicht so fliegen backen würde. Ja. Hm. Wird wahrscheinlich nicht das perfekte Bild sein. Gut, 22 wird wahrscheinlich stimmen. So, und oh, aber ja, es ist halt auch immer wieder ein bisschen schwieriger, etwas Innovatives das Thumbnail zu machen. So, und jetzt. Das schaffen. Ja, okay, wir sind. Oh, geil! Sofa zum Runter. Tschüss. Lol, die Sachen, die hier oben sind. Okay, dort ist etwas. Und nein. Was soll eigentlich passieren? Gut. Ah, hier kommen wir hoch. Da gibt es wenigstens auch einen offiziellen Weg. Ja, aber bitte noch gerade. Also, hier haben wir mal ein Item. Und das ist... Gummientenwurf. Wow. Wollte ich schon immer. Ich wollte schon immer mit Gummienten. Nicht so schreien. Ballern. Das ist doch etwas Cooles. Nichts mehr? Ich sehe gerade auf den ersten Blick nichts mehr. Können wir da rein und hier hoch? Ich hoffe, wir vergessen nichts hier. Und hui! Ja, aber bitte oben bleiben. Hier können wir hoch. Meine nicht ganz. Ach, nicht so blöde. Ist auch nichts und Zelt. Ah, das Zelt lässt uns noch. Na, sehr schön. Und hier ist dieser Gummiball von Castaway. Ja. Ah, wo ich den Namen nicht mehr weiß. Wie er heißt, aber er hat einfach einen ganz normalen Namen. Cool. Können wir nicht rein? Mann, muss das immer sein. Immer dieses Absprühen. So. Oh nein, daneben. Wie man schnell runterfällt. Ja, und jetzt komme ich nicht mehr hoch. Doch, okay.
sehr gut hochladen. Oh Gott. Sieg ist tot. Game over. Noch was. Nein, nicht hinten. Nicht so blöd, es ist so sensibel. Oh. Und nochmal. Alle gute Dinge sind drei. Wo ist jetzt die... Das ist irgendwie hoch noch einmal. Jetzt hier. Und hui, jetzt. Was ist hier? Es muss doch irgendwo noch etwas Gutes Verstecktes sein. Eine Goldstatue, bitte. Für was können wir hier hoch, wenn hier oben nichts ist? Für was sind diese Schlampen? Gut, sehr hell. Diese Duschlampen. Aha. Und da ist einfach unten. So böse, sie wollen, dass wir hier hochgehen. Ja, genau, dass wir runterfahren. Aha, wir müssen einfach weiter dort oben. Okay, ist ziemlich schwer. Weil die Entwickler denken immer, man hat gute Gamepad-Steuerung oder so. Aber auf dem PC ist es natürlich viel schwieriger. Und deshalb sind die Entwickler so böse, weil sie auch Bugs nicht fixen. Ist das dein Ernst? Wie soll man hier eigentlich hochkommen, wenn überall alles zum Mäuse machen? Sonst fliege ich einfach mit dem Fisch wieder hoch. Hey, der fliegt aber auch runter. Ja, dann gehen wir hier hoch. Wenn es da nirgendwo geht, dann gehen wir einfach hier hoch. Hui. Den Kopf durch. Es ist alles zu leicht. Die Engine macht Objekte nicht wert genug. Sie werden einfach, jo, ziemlich leicht runterfallen und so. Das macht es ein bisschen anstrengend, aber gut. Wir haben es ja geschafft. So, und was ist hier drin? Und hinter dem Haus? Busch. Einen Busch. Haben wir hier oben etwas? Wo führt das hin? Jetzt holen wir aber auch unbedingt noch dieses große Ei. Also hier ist auch nichts. Ah, die sind gar nicht zum Teleportieren, die anderen. So, also wir müssen hier zurück. Sehr schön. Ja, der Part, der zieht sich ein bisschen. Also das Spiel zieht sich ein bisschen. Ich möchte natürlich noch wirklich lustige Dinge bringen in diesem Video. Also machen wir noch kurz vorwärts. Wie sieht eigentlich die Ziege aus, die ja sehr verbrannt oder krebsartig ist und riesengroß? Lol. Komisch abge. Schleute, ja, so ein bisschen weggedreht sind. Konnte ich ja nichts dafür. Okay, Einkaufswagen. Hier oben könnte aber auch noch irgendwas sein. Es wird halt immer mehr zu einem Suchspiel. Wo haben wir noch Sachen vergessen? Aber gut ist, dass wir keine einzige Goldstatue nachschlagen mussten. Weil Goldstatuen sind schon heftiger versteckt als andere Dinge. Es kann auch ein, zwei Quests sein, die gut versteckt sind oder irgendwelche Gegenstände. Aber Goldstatuen sind natürlich schon das Highlight. Und ich weiß nicht, wie viele Leute das schaffen, ohne nachzuschlagen. Wir haben jetzt bei ein paar Quests noch nachgeschlagen, ob überhaupt dort etwas ist an dieser Gegend, aber wir haben noch nie, glaube ich, eine Quest wirklich ja, rausfinden müssen, was wir machen müssen oder so. Okay, das Ei geht nicht kaputt. Vielleicht können wir hier drauf gehen. Aber nochmals.
Moment, was passiert jetzt? Jetzt geht etwas ganz Großes. Oder wir bekommen etwas geschenkt. Ohne Kanone. Und was macht die Kanone? Es kommt aus einem Löffel. Ist das ein Löffel gewesen? Ja. Wohin? Der fliegt plötzlich in eine Richtung. Der landet. Ah, im Ei drin. Cool. Sieht aus wie eine UFO oder so. Ah, oh, Spiegelei, aufstetschen. 3 Minuten Ei. Und was kommt raus? Ein Riesenhuhn. Eine Explosion. Was ist denn das? Okay, leider lebt es nicht, aber. Das sollte eigentlich ein V sein. Der Vogelstrauß wäre. Geh hinaus und bade im göttlichen Dotter. Oh. Und was bekommen wir? Hey, der Ziege. What the fuck? Wir sind Vogelstrauß. Nein, nicht dein Ernst. Wir können ein bisschen fliegen. Okay. Es ist eine Art Flügel oder wie die normalen Flügel. Sehr gut. Aber das ist etwas Lustiges. Hey, damit kann man sich auch sehr gut backen. Lol. Wie wir uns drehen. Uiuiuiui. So, was haben wir denn hier? Ist hier ein Versteck? Ja. Nächste Gurtstatue. 19 von 31. Und wer bist denn du? Da können wir ja klar nachschauen. Dafür müssen wir den Kopf. Und da dieses eine komische Elektrogerät da auswählen, dann können wir sehen, wer das ist. Ja, und wo ist es? Das ist es ja nicht. Ein Item, das aussieht wie so eine 3D-Brille. Weiß gar nicht, wo es ist. Hä? Übersehe ich das jetzt gerade? Superhirn ist es auch nicht. Lol, wie das aussieht. Nein, nicht größer machen im Kopf. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwas anders ist. Ob es kein Kopf ist. Wir haben es aber freigespielt. Wo ist es? Aluhut ist es auch nicht. Könnte irgendwas anders sein? Also, dass es kein Hut ist. Vielleicht ist es auf dem Rücken. Nein. Okay, das tut mir jetzt gerade ein bisschen. Wir verwandeln uns jetzt mal kurz in eine Ziege. Das heißt, wir können ein paar Sachen ausrüsten. Hier schauen wir nochmals kurz. Haben wir das nicht geholt? Ich dachte, das hätte man geholt und auch schon mal probiert. Können wir das freispielen? Also mit dem Gate. Das interessiert mich jetzt gerade, was das für ein Mensch ist. Könnte ein Easter Egg sein. Es ist wirklich nicht dabei. Körper ist es auch nicht. Es muss hier auf dem Rücken sein. Da gibt es halt auch noch ein paar Sachen. Das interessiert mich hier. Ganz komisch. Ich dachte, wir hätten es geholt. Müssen wir dann noch holen, wenn wir in der Stadt sind. Also, dann nehme ich doch mal. Ist das ein Turmhut? Ein Objekt auf dem Kopf tragen. Zum Beispiel hier Bananenkiste.
du? Wer bist du? Ah, der Bananendieb. Deshalb. Okay, es ist ein Easter Egg. Und diese Fabrik hier oben. Die Sachen geklärt. Cool, aber wir haben einen schönen Kopf. Da ist auch ein Bananenkopf. Eine Lieferwagen. Hier ist die Bananenfabrik. Hier haben wir auch noch eine Mission und die heißt, wie es gemacht wird. Sehr gut. In der Fabrik. Okay. Können wir uns hier nochmals durchfangen? Vielleicht der Strauß. Wir wollen doch nochmal den Strauß. Ja, wir bauen raus. Und hui. Okay, als Strauß. Als Strauß. Oh, der wird leider nach oben teleportiert. Und hier rein. Wie das aus? Okay, ich habe, glaube ich, einen Thumbnail. Word 22.2. So. Komm bitte, back irgendwie. Ja, genau, back drum. Oh nein, ich traue es nicht. Kieferbrecher. Das sieht so lustig aus. Wie kommen wir hier rein? Guten Morgen, ich bin der Langhals von dir. Ich bin keine Giraffe. Heute bin ich keine Giraffe, aber trotzdem ein Langhals. Ich bin das K.O.-Tier. Ja, definitiv heftigst verbuggt. Viel zu schnell auch. So, wie kommen wir? Ich hänge da fest. Es wird heute nicht geschießen. Raus mit den Liegen. Fixe Klos. Bleibt man ja mega hängen. Also, wo können wir hier in uns Gebäude rein? Von oben rein? Wie die alle herumlaufen. Wir kommen sicher irgendwo rein. Da rein, oder? Okay. Hallo? Hallo, lass mich raus! Lass mich rein, lass mich raus. Kennt ihr Trio? Da, da, da. Ah, hier, sehr gut. Ich wusste, dass man irgendwo unten rein kann. Hab's noch nicht direkt gesehen. Und hier müssen wir scheinbar. Okay. Oh, Knacks. Da ist einer. Gut, also sie sind draußen eher. Sind das für Peacebänder? Ne? Ah, da haben wir sie reingetan. Und hier. Oh, lass doch hängen. Auch hier irgendwo. Vielleicht da oben. Oh, Goldstatue, sehr schön. So, und wo haben wir noch einen? Auch draußen. Vielleicht ein bisschen schwer. Drüben. Oben irgendwo. Die Banane ist auch süß gemacht. Dort
drüben. Nein, flieg doch nicht so weit. Da. Sehr schön. Jetzt müssen wir halt einmal ums Haus. Ziemlich gut, aber gemacht. Ey, das ist wirklich schnell. Pokestars. Das ist mein Lieblingspferd. Nein, die Giraffe kann es nicht laden. Die Giraffe ist einfach lustig hier. So. Und jetzt? Aua. Kommt der Käse. Der Käse kommt. Die werden mit Käse gefüttert. Wie es gemacht wird. Kalium im Ökofluss. Aus Käse werden Bananen. Ah. Steige im Raum. Gut, dann machen wir doch mal die nächste Quest. Schlag den Maulwurf, das ging ja letztens nicht. Weil der Maulwurf nicht gekommen ist. Da können. Warte kurz, da will ich noch kurz hoch. Hab ich irgendwas gesehen. Also in der Bananenfabrik haben wir ja auch noch nicht alles geholt. Also irgendwo muss da noch etwas sein. Hier unten könnte das sein. Irgendwo ein bisschen versteckt. Oder oben auf dem Turm. Nee. Genau weiß ich es nicht, aber da müssen wir uns auch noch was umdrehen. Oh, schön. Kommen wir sehr weit. Gut. Hier waren wir ja auch schon ziemlich. Auf dem Dach war ich, glaube ich, nie, oder? War ich auf dem Dach? Vielleicht einfach ein bisschen. Ich finde die Scheiben auch so cool mit dem Handeln. Ah ja, wir waren auf dem Dach mit der Glocke. So. Da ist er. Okay, schauen wir doch mal. Also es ist kein Maulwurf, aber es heißt einfach schlagen. Das ist aber dieses Spiel, oder? In der Mitte. Jetzt. Hey. Verarschen. Nein, hier. Okay, dann haben wir auch. Den haben wir. Ach komm. Jetzt ist es sehr schnell. Immer dort, wo ich nicht gerade hinschaue. Und jetzt, da. Da. Ey, jetzt ist er zu schnell. Ich habe ihn. Nochmals. Er wird halt immer wie schneller. Mann, wenn es nur nicht so unschärf wäre, das Spiel. Jetzt. Gewonnen. Wir waren schnell genug. Das gehört in ein Mausoleum. So, und dafür haben wir den Abenteuerhut. Oh ja, so ein Ranger. Cool. Damit können wir aber nichts machen. Wie geil. Was ist, wenn wir rennen und dann? Boah, ist das genial. Also der. Und hoppla! Total zerstört. K.O. Fatality. Boah, das macht auch weh. Und. Hui! Boah! Geil! Lol! Ich möchte gerne nochmals passen. Salto. Das ist so geil. Kamikaze Strauß. Ja, das ist nicht so viel. Und hoppla. Dann schlagen wir halt. Und schlagen halt.
und so anhören. Und gehen kaputt. Wirklich kaputt. Und schlagen halt. Und schlagen machen alles kaputt. Alles ist kaputt. Aber dieses Pimp My Ride haben wir ja noch nicht gemacht. Diese Geheimgarage. Wir müssen nur ein Auto finden, das nicht gerade in einem Haus drin steckt. Danke. Und da hinten in die Garage gehen, hoffentlich. Also ich weiß es jetzt nicht auswendig. Aber können wir das ohne brennen? So, und was muss ich jetzt machen? Muss ich irgendwas machen jetzt? Rausgehen? Keine Ahnung, ich musste doch irgendwas machen. Hupen. Oh, es brennt so stark. Hat explodiert. Hä? Ich muss da doch irgendwas machen hier drin. Da ist irgendwas versteckt, oder? Hier können wir nicht rein. Wie ging das schon wieder? Hä, das hatte ich auch noch nie, dass das nicht ging. Oder muss man zuerst etwas freispielen, kann auch sein. Aber da ging etwas. Irgendwas ging hier. Oh, jetzt explodiert es dann. Keine Ahnung, wie das geht. Ja, da muss ich vielleicht am Schluss dann mal nachschlagen. Also, Bauer hat verlinkt. Aber die Zeit ist leider schon ein bisschen. Machen wir das auf schnell. Noch die Mission. Ja, ein bisschen länger kann der Part schon sein, oder? Es macht ja auch sehr viel Spaß, ich hoffe. Also, jo. Natürlich sind viele Menschen ein bisschen verwöhnt, aber. Ihr hoffentlich ja nicht. Und wenn nicht. Also, wenn ihr verwöhnt seid, dann. Also, was müssen wir machen? Dritter Platz, okay. Und ich bin Erster. Schleife für Platz 2, neue Ausrüstung. Und wenn ich Erster Platz wäre? Ja, ich will aber eine Schleife für den ersten Platz. Platz 1, du bist ein Tier. Und wenn ich ganz weg mache? Es passiert einfach nichts. Hey, das geht nicht. Okay, aber immerhin bin ich Königin. König Strauß. Für mich ist es ein Strauß. Eigentlich immer weiblicher, also nein, es ist ein der verwirrend bei Streusen. Cool. nochmals. Und abgestimmt. Das Highlight. sag schon. Gut. 22.3. Ich denke, das Bild wird's. Und ja, ihr könnt abstimmen. Das mache ich als Thumbnail. 1, das am Anfang. 2, das in der Mitte. Oder 3, das jetzt am Schluss. Welches Bild gewinnt? Ja, schaut einfach in den Partner was. Und ihr seht, wann ich die 3 Bilder gemacht habe. Gut, Dankeschön fürs Zusehen. Tschüss, ich kann wieder nicht aufhören. Bitte rettet mich, bitte. Erster Paar kommt so bald wie möglich. Der Vogelstrauß ist so nett. Oh, oh, ja, oh, ja.
Ich habe Talent. Tschüss.